Bislang also weiter in Führung Markus Hernitz aus Estland. Und der nächste Läufer kommt aus Finnland, Markus Lemminen, 23 Jahre alt, 11. der Qualifikationsgruppe A. Er läuft zu einem Medley der Popgruppe Pink Floyd. Markus Lemminen ist heute vom Pech verfolgt. Keins der drei Sprungelemente ohne Fehler. Das wird schwer werden, sich fürs Finale zu qualifizieren. Guter Tag für Markus Lemminen. Markus Lemminen. Dummer Fehler eigentlich beim Doppelachsel. Für mich sah es so aus, als plante er zunächst den Doppel zu springen und mitten in der Luft entschied er sich, vielleicht versuche ich es doch mal mit dem Dreifachen. Wir sehen das in der Zeitlupe. Er springt nur halbherzig ab und dann springt nicht ab wie für einen Doppelten und dann macht nochmal gegen Ende der Drehung zu, überdreht, muss den zweiten Fuß aussetzen. Das waren wirklich unnötige Abzüge, die er da kassiert. Dann folgte noch der Sturz beim Dreifach-Rittberger. Und auch der dreifache Lutz war, das wird man sicherlich auf dem Video sehen können, auf zwei Füßen. Deutliche Vorlage schon in der Luft beim Rittberger. Sowas ist natürlich schwer zu stehen. Vielleicht sehen wir nochmal den dreifachen Lutz. Da könnte man nochmal genau auf den Spielfuß achten. Ich denke, er hat das Eis touchiert. Die Sitzpürette nicht so, wie es im Lehrbuch ist. Geht nicht besonders tief ins Knie. Atmet tief durch am Ende. Ich glaube, er weiß, das könnte der letzte Auftritt bei dieser Europameisterschaft gewesen sein.
First mark for Markus Lemminen. 3-9, 3-4, 3-3, 3-1. Tja, da sagt er es, and that's it. Das war's. Zumindest für diese Europameisterschaften. 2,5 aus Dänemark, harte Bestrafung. 3,9 aus Ungarn allerdings. Doch ein wenig optimistisch. Plätze zwischen 7 und 12 insgesamt gibt das Rang 10. Er lässt zwei Läufe hinter sich. Das reicht nicht am Ende. Tja, Sie sehen es, liebe Zuschauer. Das Eis wird neu aufbereitet in Prag, während wir das Zwischenergebnis eingeblendet bekommen. Markus Hernitz führt aufgrund der besseren Qualifikationsplatzierung gegenüber Mikael Tillissen. Lukas Rakowski auf Rang 3. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung.